Die Idee ist eigentlich dadurch entstanden, dass wir letztes Jahr uns überlegt haben, dass die Aufenthaltsdauer von den Gästen gesunken ist und der Gast aber trotzdem in dieser kurzen Aufenthaltsdauer die bestmöglichsten Urlaub erleben will. Und in jedem Hotel werden so viele Informationen bereitgestellt, sei es über Kinderprogramm, Gästeunterhaltung, Aktivitätenprogramm, dass eigentlich die Übersicht nicht mehr gegeben ist. Und als Hotelier hat man mit dieser Flut an Informationen und dem Papier, das auf den Zimmern oder an der Rezeption ausliegt, es sehr unübersichtlich wird für den Gast. Mit dem iPad war das die erste Möglichkeit letztes Jahr, in dieses kleine Gerät in netter Verpackung diese Informationen alle reinzupacken, um es dann, wenn es der Gast haben will, bestmöglich abzurufen. Der Gast bekommt beim Check-in eine kleine Webcam, die ist auch nachtsichttauglich mit Infrarotlicht, der sie ganz einfach nur am Strom ansteckt, aufs Kind ausrichtet. Diese eine Babycam wird nur mit meinem iPad gekoppelt, damit die Sicherheit gewährt ist. Und damit habe ich auf dem iPhone, iPad Live-Streaming-Video von meinem hoffentlich schlafenden Kind. Und was der Mensch sieht, das vertraut er noch mehr als was er nicht hört oder vielleicht doch hört, wenn es dann schon schreit. Kann sie jederzeit auf das iPad draufschauen. Sie sieht, das Kind schläft noch ruhig. Mama ist entspannt, Papa ist entspannt, sitzen an der Bar und trinken ein Glas mehr.